Wir haben es gerade schon von unserem Chefreporter gehört, der sagte, das Thema, der ganze Kampf um und auf der Krim, das sei nichts Symbolisches nicht mehr. Das hätte man überschritten, diesen Punkt. Es ginge jetzt durchaus um strategische Züge. Wenn man jetzt hört, dass die Russen, wie wir gerade eben hörten, auch schon wieder angegriffen haben, warum ist es gerade die Krim, die jetzt so im Vordergrund steht? Die Krim ist seit 2014 von Russland systematisch militarisiert worden. Sie war das Aufmarschgebiet für den russischen Angriff aus dem Süden. Dort hat Russland ja auch Fortschritte gemacht in Richtung Cherson. Die Krim ist weiter logistisch ganz wichtig. Die meiste Versorgung für die Südfront der Russen läuft über die Krim. Natürlich ist da die Schwarzmeerflotte stationiert und das hat auch eine hohe symbolische Bedeutung. Und die Ukraine ist ganz gut darin, sowohl in der Tiefe in Russland als auch in der Tiefe in der Krim jetzt empfindliche Schläge nicht nur durchzuführen, sondern Russland auch zu treffen. Wie schlimm wäre es, wenn die Verteidigungslinien da tatsächlich durchbrochen werden würden? Käme das an einer Wende in diesem Krieg gleich? Die Ukraine muss nicht die Krim erobern im Sinne von mit Truppen auf die Krim zu gehen. Sie muss aber, um erfolgreich zu sein, im Süden ihres Landes die Logistik durchtrennen. Da geht es um die Zugänge zur Krim, die Kertschbrücke, die Brücken in Tschonga und in Amjansk. Und es geht natürlich um die Stützpunkte. Und es ist natürlich auch ein symbolischer Wert, wenn die Ukraine jetzt schon zum zweiten Mal S-400 Luftverteidigungssysteme ausschaltet, wenn sie Schiffe im Hafen von Sewastopol trifft. Also das setzt auch Putin persönlich unter Druck, weil die Krim für ihn so bedeutsam ist. Mhm.